Let's start again. Hey und herzlich willkommen, ich bin's, euer Spooky Herz. Willkommen auf meinem Kanal. Ja, meine lieben Freunde, ihr merkt schon, es hört gar nicht mehr wieder auf mit den Infovideos. Es wird nachher noch auf jeden Fall das Review zu Naruto kommen. Ich versuche es auf jeden Fall nachher noch rauszuholen, das wollte ich jetzt nur noch mal kurz anmerken. Und ja, es ist ein neues Scan zu Dragon Ball Xenoverse erschienen. Auf dem Scan sieht man jetzt nicht wirklich viel. Man sieht nicht wirklich viel. Man sieht Vegeta, man sieht Gohan, also ultimative Gohan. Dann auch Gohan Super Saiyan 2, dann Piccolo, Mr. Satan und natürlich noch Gotenks. Und die sind natürlich auch wieder alle böse. Und ich finde, am krassesten sieht Vegeta aus. Guckt euch das mal oben links an, wenn das gerade hier schon wieder im Bild ist. Ansonsten guckt es euch gleich an. Das sieht auf jeden Fall richtig krass aus. Und es gibt halt vielleicht keine neuen Infos zu dem Spiel jetzt oder so. Aber man sieht halt, dass man gegen seine eigene Freunde kämpfen muss. Und Mr. Satan hat man ja schon böse gesehen, aber Mr. Satan als böse empfinden, ich meine, selbst wenn er böse wäre, man kann sich nur lustig drüber machen. Findet ihr nicht? Schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Auf jeden Fall, wenn Vegeta so vor mir stehen würde, würde ich echt Angst kriegen. Ich würde schon so Angst kriegen, wenn er so vor mir stehen würde. Auf jeden Fall ist es richtig krass und ich habe echt keine Ahnung, wie das ausarten soll in der Story, wenn da wirklich jeder böse wird. Ich meine, Vegeta, ultimative Gohan und Gotenks, böse Leute, das ist krank, ey. Wie soll das der mysteriöse Kämpfer, sage ich jetzt einfach mal, wie soll das der schaffen, ey? Das sind ja ultimative Krieger, ey. Das sind, oh mein Gott, also das wird auf jeden Fall richtig geil. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch noch vorstellen könnte, wer vielleicht noch böse sein wird. Man hat ja jetzt gesehen, Buu, Cell, Freezer und auch diese Charaktere sind böse. Und ich glaube, mehr hat man bis jetzt noch nicht gesehen. Wenn ich irgendeinen vergessen habe, schreibt es mir auf jeden Fall unten rein. Ansonsten schreibt mir auf jeden Fall auch unten rein, welche Charaktere ihr euch noch böse vorstellen könntet. Ich könnte mir vielleicht sogar noch vorstellen, dass man wirklich im letzten Kampf vielleicht noch gegen Goku kämpfen muss, der auch böse dann wird. Und das wäre natürlich die Oberhärte. Also wenn Goku vielleicht ganz zum Schluss des Spiels auch nochmal böse wird, dann wird das richtig krass. Also das kann ich euch versprechen, das wird ein richtig schwerer Kampf. Und ja, aber das ist nur eine Vermutung von mir. Das ist echt nur eine Vermutung von mir. Und ja, wie gesagt, schreibt einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Das Spiel erscheint am 27.02. Ende Februar. Ich freue mich schon drauf. Wird auch mein Let's Play starten. Ihr tut ja schon seit gestern richtig gut voten. Es kämpfen zwei Rassen um den Platz. Ich sage jetzt aber nicht, welche Rassen. Es ist echt spannend, dazu zu gucken. Und echt wow. Echt richtig krass wow. Danke auf jeden Fall für den Support. So, ansonsten war es das für das Video. Wie gesagt, schreibt auf jeden Fall alles in die Kommentare. Lasst uns da diskutieren. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Ich bin der Spooky. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tödelö.